Ja, ich bin bei Gernot Graner. Heute nicht so ganz in Sachen Kunst, oder doch? Naja, Doch. bei mir immer ein bisschen was an Kunst mit Du dabei. hast ein besonderes Projekt vor, Ja. das uns alle betrifft, nicht nur Künstler, sondern eigentlich alle Menschen in Zeiten von Ja, Corona. ja, Und ich ja. glaube, es brennt unter den Fingernägeln. Ja, ich glaube es auch. Also, wenn ich es dir gleich vorstellen Gerne, darf, gerne. mein Projekt heißt Dialog der Kreativität. Ich bin der Meinung, jetzt ist ein Jahr schon Corona. Es ist eine furchtbare Pandemie. Viele Leute sind erkrankt. Manche sind verstorben. Viele leiden noch immer. Mit denen habe ich wahnsinnig viel Mitgefühl und Trauer und finde das ganz furchtbar. Aber wir dürfen nicht darauf warten, dass das vorbei ist. Ich glaube nicht, dass es so schnell vorbeigehen wird. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals ganz vorbeigehen wird, diese blöde Krankheit. Beziehungsweise vielleicht kommt jetzt eh dann gleich wieder eine neue und eine neue Mutation und die wird uns dann auch wieder zwingen, zu Hause zu bleiben. Und das kann es nicht sein. Es kann es nicht sein. Und wir müssen einfach lernen, mit dieser Situation umgehen. Wir Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne und mit dem Publikum, aber nicht nur die Künstler. Es leiden ja alle. Ja, die ganze Gesellschaft, die ganze Menschheit leidet. Und ich glaube nicht, dass wir auf Politiker warten sollen, dass die für alle unsere Probleme Ideen haben und Antworten finden. Nein, ich finde, besonders Künstlerinnen und Künstler sind aufgefordert, Ideen zu haben. Das ist unsere Profession. Wir sind dazu ausgebildet, neue Ideen zu haben, Neues zu wagen. Natürlich immer so, dass nichts passiert. Ja? Also, das ist schon klar. Wir dürfen nicht sagen, es ist so, als wäre nichts und wir machen jetzt wie früher. Nein, wir müssen natürlich mit diesen Situationen, die wir jetzt neu haben, umgehen. Aber wir müssen uns zusammensetzen und wir müssen neue Wege finden. Und diese Kreativität, habe ich den Eindruck momentan, auf der einen Seite sind die Leute vor Angst so erstarrt, dass sie überhaupt keine Ideen mehr haben. Und andere wissen nicht, wohin mit den Ideen, weil es so schwer ist, das auch dann an die Politiker oder an irgendwelche Menschen ranzubringen, die das dann umsetzen könnten. Ja? Und ich denke mir, ich bin jetzt schon lange in dem Business, ich kenne einige Theaterdirektoren, ich kenne einige Politiker und Politikerinnen. Ich habe beschlossen, ich gründe eine Plattform, nenne sie Dialog der Kreativität. Das heißt, alle Menschen sind aufgefordert und eingeladen, mitzumachen. Nicht nur Künstlerinnen und Künstler. Jeder Mensch, der eine Idee hat, soll sich bitte an mich wenden. Meine E-Mail-Adresse gernot.kraner@aon.at und meine Telefonnummer 0676 3269289 ist ganz öffentlich und ich bitte euch alle, wendet euch doch bitte an mich, schickt mir eure Probleme, eure Gedanken, eure Ängste und eure Ideen und eure Gedanken für Alternativmöglichkeiten, um mit dem positiv umzugehen, was wir momentan so erleben. Und dann bin ich überzeugt, dann werden wir eine Möglichkeit finden, kreativ und positiv wieder zu leben. Denn das fehlt uns jetzt hier so. Betrifft das jetzt nur Künstler? Na, also natürlich, ich bin Künstler, ich leide natürlich besonders darunter, dass ich seit einem Jahr meinen Beruf nicht ausüben darf, dass ich nicht spielen darf, nicht singen darf, dass ich nicht vor Publikum stehen darf und dass ich nichts verdienen darf. Ja, das ist natürlich furchtbar. Ich weiß, andere Berufe haben das Problem überhaupt nicht. Die arbeiten so viel, vielleicht noch viel mehr als jemals zuvor, die ganzen im Gesundheitsbereich tätigen oder in der Altenversorgung und die Leute im Supermarkt und viele, viele, viele Menschen, auch die Polizisten, also die arbeiten ja wirklich Tag und Nacht. Aber alle haben das Problem, dass wir jetzt nicht mehr leben. Wir können uns ja nicht mehr berühren. Wir können uns, gerade gestern war auf einem Begräbnis, da hat man die Trauernden konnten sich nicht mehr in den Arm nehmen. Das ist ja entsetzlich. Also es muss anders weitergehen. Wir müssen uns auch der Tatsache stellen,
dass es Tod und Krankheit gibt. Wir müssen akzeptieren lernen, dass wir auch einmal sterben werden, jeder von uns. Und wir müssen das akzeptieren als Teil unseres Lebens. Wir dürfen nicht leichtfertig umgehen, aber wenn wir auf Dauer uns so ängstigen, dass wir uns einsperren und niemanden mehr berühren und keine Emotionen mehr zulassen und keine Gefühle mehr uns gestatten, dann stirbt unsere Gesellschaft, dann sterben wir als Menschen, dann sind wir nur noch auf Zahlenschauer und das dürfen wir nicht werden. Mhm. Und ich bitte wirklich alle, die Ideen haben, lass es uns zusammenfließen. Und wir haben uns immer verlassen auf Politiker, dass die was finden. Aber das ist gar nicht ihre Aufgabe primär. Politiker müssen das ermöglichen, was wir Kreativen ihnen präsentieren. Drum, Politiker haben ihre Aufgabe wahr werden zu lassen. Wir anderen Menschen, inklusive Politiker, wir alle haben die Aufgabe, uns was einfallen zu lassen. Und wenn wir zusammenhelfen, dann wird uns was einfallen, dann fügen wir das zusammen und dann übermitteln wir das an die Politiker und die sollen das dann umsetzen und die Gesetze so machen, dass es auch stattfinden kann. Weil das ist eine Problematik, die haben wir nicht bis Ostern. Sicherheit nicht mehr. Die haben wir bis Ostern in 5 Jahren wahrscheinlich. Also wir müssen positiv mit unserem Leben wieder umgehen lernen. Das geht auch um das gesamte soziale Leben, das künstlerische Leben, das richtig. Berufsleben. Also eigentlich alles genau, umfassend. Genau. Und besonders weh tut es mir, dass junge Leute keine Chance haben. Sie haben keine Chance. Ich sehe es an meinen eigenen Kindern. Sie können nicht zum Elmayr gehen. Sie können keine Tanzschule besuchen. Sie können sich nicht treffen in einer Bar, können nicht einmal gemeinsam ein Bier trinken, nicht einmal einen Kaffee trinken, nicht einmal ein Chopperlwasser. Sie können gar nichts gemeinsam machen. Das ist ja unerträglich. Ich bin schon alt, das ist schon wurscht. Aber ein junger Mensch, der möchte sich doch einmal verlieben, der möchte auch gern Menschen angreifen und sich selber spüren, der muss erleben. Und das ist momentan alles nicht möglich. Das muss sich ändern. Da müssen wir ganz einfach sagen, es muss anders werden. Und auch die jungen Künstlerinnen und Künstler liegen mir natürlich ganz besonders am Herzen. Die haben ja nirgends die Chance, sich zu zeigen. Die Ausbildung ist natürlich nur online nicht so gut, als wenn man wirklich mit einem Lehrer gemeinsam in einem Raum stehen kann. Und wenn sie dann fertig sind, was machen sie dann? Es gibt ja kein Theater. Es gibt ja nicht einmal mehr Vorsingen oder Vorsprechen. Nicht einmal einem Agenten kann man sich mehr vorstellen. Deshalb habe ich die Sprungbrettkonzerte kreiert. Und sobald es wieder möglich sein wird, werde ich im Grand Café am Alsergrund einmal pro Woche junge Leute einladen, die dann dort vor einem Publikum, und wenn es auch nur 20, 30 Leute sein werden, oder vielleicht sind es, weiß nicht, 50, aber es muss im Freien stattfinden. Alles ist gut. Alles ist gut, das stattfindet. Und ich bin ein Ermöglicher und ich werde alles tun, damit ich meine ganzen Kontakte und Fähigkeiten, die ich mir jetzt in den letzten Jahrzehnten aufgebaut habe, einsetzen kann für andere. Nämlich alles das, was wir jetzt in der Gegenwart nicht machen, wird uns in der Zukunft fehlen. Und ja, das kommt. Es kann ja nicht das, also ich habe jetzt auch kein Geld, ja. Ich verdiene seit einem Jahr nichts und jetzt denke ich mir, was mache ich? Lasse ich mich umschulen? Jetzt bin ich schon gleich 60, das wird nicht so leicht, aber wenn ich ein Jüngerer wäre, wenn ich 20, 30 Jahre jünger wäre, was hätte ich denn machen? Wahrscheinlich würde ich irgendeinen anderen Job ergreifen, um Geld zu verdienen. Aber das kann es ja nicht sein. Es darf ja nicht sein, dass wir eine Branche, dass wir Kunst und Kultur einfach verlieren. Wir können doch nicht eine ganze Generation verlieren. Es können ja nicht nur die Opas überbleiben, wie ich einer bin, die dann halt wieder singen, wenn es halt wieder geht. Und die dazwischen, die jungen Leute sind jetzt alle abgewandert, sind jetzt irgendwie Computerfachleute geworden oder Regalschlichter oder irgendetwas, damit sie halt überleben können. Das darf es nicht sein, weil Kunst und Kultur ist kein Selbstzweck. Absolut für die nicht. Künstler. Kunst und Kultur ist auch nicht nur
ein Amüsement, dass Leute, die halt das gern haben, gehen halt ein bisschen lachen ins Theater. Kunst und Kultur ist ganz, ganz wichtig für die ganze Gesellschaft. Denn die Künstler sind die Vordenker für eine Gesellschaft. Künstler sind besonders feinsinnig aus ihrer Persönlichkeitsstruktur und aus dem Unterricht, den wir genießen in unserer Ausbildung und durch unsere Tätigkeit. Wir spüren Sachen viel mehr und sind trainiert darauf, Sachen auch umzusetzen, zu formulieren und Menschen Gedanken nahe zu bringen. Und es ist wichtig, Gedanken sind gerade in einer Zeit der Bedrängnis, und wir haben eine absolute Zeit der Bedrängnis, und es wird noch viel schlimmer, denn es wird finanziell noch ganz, ganz grauslich werden. Und dann brauchen die Leute Menschen, die ihnen etwas vordenken und auch die sie ablenken von der Schlechtigkeit des Jetzt und ihnen helfen, mit Energie und Kraft und Positivität wieder aufzustehen und weiterzumachen. Vor allem hat die Kunst ja auch eine wichtige Aufgabe, der Gesellschaft den Spiegel vor das Gesicht zu halten. Auch das, ja, natürlich. Aber momentan haben wir viel zu viel Spiegel. Genau. Habe ich den Eindruck, ja. Also, aber auch das müsste man den Menschen vorhalten, dass man sagt, schau nicht immer nur, wie viele Leute sind denn heute schon wieder gestorben. Genau. Und dann sieht man eine Zahl, ich sage jetzt 50 Tote, denkt man sich, um Gottes Willen, wie viel, aber es sterben ja dauernd Leute. Ja? Also, ich weiß nicht, nur bei Corona gibt es Statistiken. Ich weiß nicht, in dieser Zeit, wo jetzt 8.500 Leute gestorben sind an Corona, ich weiß nicht, wie viele Leute an Herzinfarkt gestorben sind, im Autoverkehr, an Selbstmord. Ich kenne so viele Leute, die jetzt auch nichts mehr gescheit essen, weil sie einfach kein Geld haben. Die liegen, ich kenne jetzt wen, auf der Intensivstation, weil der sich einfach nicht mehr ernähren hat können gescheit und weil er keine Hilfe bekommen hat. Ja. Schlimm. Entsetzlich. Schlimm. Ja. Also so geht es einfach nicht weiter. Darum Dialog der Kreativität, nicht um irgendjemandem etwas Böses zu sagen, nicht um aufzustacheln gegen irgendwas, sondern mit, gemeinsam müssen wir es schaffen, wir alle. Das heißt Dialog, das heißt, ich bringe meine Gedanken ein, die können mannigfaltig sein. Es kann von, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, über Kunst sein, bis hin das gesellschaftliche Leben, sozialen Umgang miteinander. Genau, der eine Teil wird sein, man muss einmal sagen, was einen stört, was einen beängstigt, was einen bedrückt. Ja. Und wenn man das dann realisiert hat, dann finden wir, bin ich überzeugt davon, gemeinsam auch Ideen, wie könnte es denn anders sein? Und wie schaffen wir es zu ändern oder damit so umzugehen, dass es uns nicht mehr bedrückt? Und wenn alle zusammenhalten, dann wird es gehen. Und ich habe jeden Dienstag am Abend um 21 Uhr einen Schurfix. Da kann man mich momentan im Internet, dann aber, wenn es wieder möglich wird, sein real, ja, im Grand Café oder wenn es zu klein sein wird, vor dem Grand Café oder in irgendeinem Riesensaal, soll es das Austria Center sein, sehen und mit mir gemeinsam sprechen. Was ist das Problem? Was sind unsere Ideen? Und wichtig ist mir, positiv müssen wir sein. Positiv damit umgehen, wie können wir trotzdem menschlich leben. Ich werde eine Zoom-Konferenz jetzt mal starten, jeden Dienstag um 21 Uhr, und wer will, dem schicke ich gerne eine Einladung über Zoom. Das funktioniert nur so, dass mir derjenige dann halt seine E-Mail-Adresse schickt und seine Telefonnummer, und ich ermögliche dann, dass wir alle gemeinsam, sollen es 10 sein, sollen es 20, sollen es Hunderte sein. Wichtig ist, dass wir miteinander sprechen, dass wir unsere Probleme äußern, artikulieren und dadurch strukturieren lernen und mit dieser Struktur dann gemeinsam, weil gemeinsam fällt uns immer was ein, gemeinsam Lösungen finden. Das heißt, der erste Schritt wäre, wer Interesse hat, und ich hoffe, es sind sehr viele,
sollen sich mit dir mal in Verbindung setzen. Bitte, ich stehe im Telefonbuch, wer noch eins hat. Naja, und wenn nicht, man kann es googeln. Beziehungsweise man kann es googeln, auch auf meiner, auf meiner Homepage, genau. Zum Beispiel, gernotkraner.com, mhm. kann man, da gibt es Kontakt, da kann man mit mir in Kontakt treten. Wunderbar, ich hoffe, es nehmen wirklich viele in Anspruch, ich hoffe, es kommt wirklich sehr viel zusammen. Ich hoffe es sehr. Es ist nicht 5 vor 12, es ist 1 vor 12. Ja, so wie die Polizei da draußen sagt, jetzt, jetzt, jetzt. Genau. Gut, ich freue mich auf möglichst danke. Viele Menschen, die mithelfen. Dann sage ich dir einen herzlichen Dank und kann nur noch einmal sagen, bitte meldet euch. Danke, dass du und die Emela diese Möglichkeit mir gebt, an Menschen mich zu wenden. Dankeschön. TV 21 Austria. Einfach anders.